Sandra Isabel, du warst bei einer Konferenz der UN. Worum ging es denn dabei? Das war das SOGI-Panel. SOGI steht für sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität. Es ersetzt quasi LGBT. Man kann diese Sitzung mit Fug und Recht als historisch bezeichnen, da bei den Vereinten Nationen zum allerersten Mal geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung in diesem Rahmen, in diesem Ausmaß behandelt wurden. Warum warst du konkret jetzt bei dieser Konferenz? Also ich habe am 19. Dezember angefangen, das Dokument AHRC 1941 zu übersetzen in Zusammenarbeit mit dem Büro der Hohen Kommissarin für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen. Dieses Dokument war wegweisend. Es ist das erste Dokument der Vereinten Nationen, was sich so konkret diesem Thema gewidmet hat. Und als Übersetzerin und als Aktivistin hat es mich natürlich brennend interessiert, was bei diesem Panel gesagt werden würde. Daher habe ich mich akkreditieren lassen und war dann vor Ort. Ich habe mich übrigens absichtlich in die Nähe von Pakistan gesetzt, weil es war sehr kontrovers, was die islamischen Staaten zum Thema zu sagen hatten. Und ich wollte aus erster Hand, aus unmittelbarer Nähe hören, was Pakistan als Sprecher der OEC-Staaten dazu zu sagen hatte. Es war unterm Strich äußerst interessant, da gewesen zu sein. Warst du als Vertreterin von DGTI bei der UN oder wie bist du dazu gekommen, zu der Konferenz zu gehen? Weil ich weiß gar nicht, wie das so geht. Die UN ist ziemlich geheimniskrämerisch, da kann man nicht einfach so rein. Ich habe mich über eine ECOSOC-akkreditierte nichtstaatliche Organisation akkreditieren lassen. Also ECOSOC ist der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen und eine solche nichtstaatliche Organisation musste den UN sagen, die Sandra Isabel, die wird unbedingt gebraucht, die müsst ihr reinlassen. So ist es gelaufen. Das ist nicht über die DGTI gelaufen, denn ich bin gar kein Mitglied der DGTI. Meine einzige Rolle bei der DGTI ist, dass ich dort globale Moderatorin in deren Forum bin. Das war's. Okay, dann bist du sozusagen als Expertin und Aktivistin da gewesen. Quasi, ja. Worum ging es denn jetzt bei dieser Konferenz? Was wurde da verhandelt? Dieses Dokument, was ich erwähnt hatte, das nennt sich Diskriminierende Gesetze, Praktiken und Gewalthandlungen gegen Einzelpersonen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Darum ging es. Unterm Strich ist nämlich die Grundproblematik folgende. Menschenrechte gelten für alle. Uneingeschränkt. Zumindest auf dem Papier. Denn wenn es um LGBT-Menschen geht, wie wir, dann sind dann plötzlich viele Staaten da, die das unter Strafe stellen, die dann plötzlich einen als Menschen zweiter Klasse behandeln und dann zu diskriminieren anfangen. Menschenrechte nicht beachten. Nur, weil man eine bestimmte sexuelle Orientierung oder eine andere geschlechtliche Identität hat, als was der Körper eigentlich der Welt suggeriert. So. Und Beispiel, Transmenschen sind die einzige demografische Gruppe, denen in vielen Staaten gesetzlich vorgeschrieben wird, auf das Menschenrecht der körperlichen Unversehrtheit zu verzichten, und zwar in Form der Zwangssterilisierung, die notwendig ist als Voraussetzung für die rechtliche Anerkennung des wirklichen Geschlechts. Ne? Und Homosexualität ist in 76 Staaten unter Strafe, in 5 Staaten steht sogar die Todesstrafe da drauf. Also es geht darum, diese bewussten Brüche der Menschenrechte, diese staatlich verordnete Art der Diskriminierung lediglich aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität aufhören zu lassen. Das war das Kernthema dieser Konferenz. Und da waren auf jeden Fall Vertreterinnen und Vertreter der Staaten da und noch andere Leute wie du, Aktivistinnen und... Also vor allem sind da, also der Menschenrechtsrat ist da, die Kernstaaten, die Beobachterstaaten, die jetzt nicht gerade dem inneren Kern des Menschenrechtsrats angehören, dann die nichtstaatlichen Organisationen aus vielen Ländern, dann Menschenrechtsinstitutionen aus vielen Ländern. Hinter mir saß zum Beispiel Andrea Kempf vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Und dann gab es noch die Presseleute, und ja, den ein oder anderen Aktivisten, die ein oder andere Aktivistin, die gab es auch. Wie ist denn die Konferenz gelaufen? Nach den einleitenden Worten der Vorsitzenden des Menschenrechtsrats und von Navanethem Pillay, das ist die Hohe Kommissarin der Menschenrechte, kam dann Ban Ki-moon, der Generalsekretär der UN, und hat per Videobotschaft gesprochen. Eine historische Rede, die findest du überall im Netz. Es ist faszinierend gewesen, aber
trotz all dieser Positivität ließen die islamischen Staaten und viele afrikanische Staaten dieses nicht mit sich machen und haben unter Protest den Saal verlassen. Ne? Was ein sehr starkes Signal war, denn sowas geschieht höchst selten. Bis zum Ende des OG-Panels waren dann auch nur noch diese Redner da von den islamischen Staaten, die Redezeit eingeräumt bekommen hatten. Die haben dann natürlich ihre entsprechenden Botschaften rausgelassen. Pakistan sprach im Namen der Organisation für islamische Zusammenarbeit, das sind ewig viele Staaten, und sagte, sie hätten beständig und vehement dem kontroversen Begriff sexuelle Orientierung widerstanden. Das sei ein vager und irreführender Begriff, der keine übereinstimmende Definition und keine rechtliche Grundlage in internationalem Recht hätte. Unter dem Konzept der sexuellen Orientierung gefördertes unzüchtiges Verhalten sei gegen die Grundlehren verschiedener Religionen einschließlich des Islam. Die Legitimisierung von Homosexualität und anderer persönlicher sexueller Verhaltensweisen im Namen der sexuellen Orientierung sei für die Organisation für islamische Zusammenarbeit nicht hinnehmbar. Und Mauretanien? Mauretanien sprach im Namen der arabischen Gruppe und sagte, es sei gegen die Thematik der sexuellen Orientierung und eine Debatte über diese Angelegenheit führe zu weiterem Unfrieden zwischen den Mitgliedstaaten und würde die wirksame Antwort des Rates auf menschenrechtliche Angelegenheiten unterminieren. Versuche, das kontroverse Thema der sexuellen Orientierung einzubringen, zielten auf die Schaffung neuer Rechte für spezifische kulturelle Werte ab, die negative Auswirkungen auf soziale Strukturen hätten. So, das haben die beiden gesagt. Ah, da fällt mir gerade noch ein, war der Vatikan auch da? Ja, weißt du, der Vatikan, der wollte Redezeit haben. Also der Vatikan selber ist nicht Mitglied bei den UN, aber der Heilige Stuhl, so nennt sich das. Und der Heilige Stuhl hat die Redezeit beantragt. Hat sie aber nicht bekommen. Es waren viel zu viele Länder, die sprechen wollten. Und es wurde dann bei Kroatien wurde das abgebrochen. Und der Heilige Stuhl wäre als drittnächster dran gewesen. Die wurden einfach abgewürgt, die durften nichts sagen. Die haben allerdings ihr Statement 2 Tage später gebracht und es war, wie zu erwarten war, negativ. Die wollen auch nichts mehr zu tun haben mit dem Thema. Also was zu sehen war, was wirklich für mich bedeutsam war, war ein Zusammenhalt der westlichen Länder, die allesamt aufgeschlossen mit dem Thema SOGI waren, die allesamt positiv waren und gesagt haben, ja okay, wir müssen da was machen, wir sehen, dass es da Diskriminierung gibt. Dann auf der anderen Seite viele afrikanische und eben die islamisch-arabischen Länder, die gesagt haben, wir sperren uns vehement, denn das wäre eine Erweiterung des gegenwärtig herrschenden Menschenrechtsrahmens, auf den wir uns alle geeinigt haben. Und diese Erweiterung sehen wir nicht ein, das tragen wir nicht mit. Ich persönlich halte das für ein kulturelles Missverständnis, aber da können wir später dann noch drauf kommen. Gab es denn trotzdem konkrete Ergebnisse von der Konferenz? Also, ansonsten gab es den Vorschlag einer Sonderberichterstatterin bzw. einen Sonderberichterstatter für die weltweite Situation von LGBT-Menschen zu ernennen. Oder ähnlich gelagerte Mechanismen wie zum Beispiel Sonderverfahren der UN. Oder ein bereits bestehendes Mandat einfach zu erweitern, wie zum Beispiel das von Margaret Sekagia. Das ist die Sonderberichterstatterin über die Lage von Menschenrechtsverteidigern. Also, dass man ihr Mandat zum Beispiel explizit auf das Thema LGBT ausdehnt, dass sie da ein genaues Augenmerk drauf hat. Also, noch liegt hierüber kein Beschluss vor, aber die Vorschläge sind schon mal eingebracht und jetzt mal sehen. Und mit ziemlich großer Sicherheit wird es auch Nachfolgediskussionen geben. Ich hoffe auf eine Folgediskussion bei der 20. Sitzung des Menschenrechtsrats. Das wäre die nächste Sitzung. Wie kam es überhaupt zu der Konferenz? Von wem wurde das initiiert? Das geht auf einen gemeinsamen Vorstoß der USA und Südafrika zurück. Was Südafrika betrifft, darf ich stolz sagen, dass die sich vom Menschenrechtsnachhilfestundler zum Menschenrechtswegweiser gemausert haben. Das rechne ich denen hoch an. Die haben in ihrem Land gewaltige Probleme mit kollektiven Vergewaltigungen von Lesben und die ziehen langsam die Konsequenzen aus ihren Erfahrungen und kümmern sich wirklich intensiv um Menschenrechte und zeigen der Welt quasi, wo es lang geht. Das finde ich genial. Du hast ja schon davon erzählt, dass es so einen starken Gegensatz gab zwischen islamischen Ländern und westlichen Ländern. Wie erklärst du dir das? Ich persönlich halte das für ein kulturelles Missverständnis, weil die islamischen Staaten argumentieren, SOGI, sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität, ist eine Sache, die nicht in den international vereinbarten Menschenrechtsverträgen vorkäme.
Man dürfe den vereinbarten Menschenrechtsrahmen nicht künstlich um kontroverse Ideen erweitern. Allerdings, das ist gar keine Erweiterung des bestehenden Menschenrechtsrahmens. Das ist eben gerade dieser kulturelle Irrtum. Menschenrechte gelten uneingeschränkt für alle. Es geht lediglich darum, dass viele Staaten aus irgendwelchen Gründen die Menschenrechte von LGBT-Menschen nicht achten und diskriminierende Gesetze und Praktiken in ihren Gesetzbüchern haben und teilweise sogar die Todesstrafe aussprechen. Es geht darum, die Menschenrechte für alle Menschen zu wahren und zu achten, auch die der LGBT-Menschen. So, ich sage kulturelles Missverständnis, weil dem islamischen Verständnis nach ist die sexuelle Orientierung ein Lebensstil, ist quasi eine Freiwilligkeit und das toleriert man nicht. Wegen eines freiwilligen Lebensstils plötzlich den Menschenrechtsrahmen erweitern zu wollen, das sehen die islamischen Staaten nicht ein. Und das hat meiner Meinung nach zu dieser ganzen Spaltung geführt zwischen den westlichen Staaten und den islamischen Staaten. Wie geht es jetzt denn weiter bei der UN? Also gibt es im Prinzip gleich Nachfolgesitzungen? Und jetzt Ich hoffe es. Wie gesagt, es ist noch alles unbestimmt. Was ich noch sagen sollte, ist, dass ich persönlich sehr guter Hoffnung bin, weil es gibt ja auch die allgemeine regelmäßige Überprüfung von UN-Mitgliedstaaten, wenn du das kennst, das nennt sich UPR. Und da werden immer wieder die Staaten aufgefordert, ihren menschenrechtlichen Pflichten gegenüber LGBT-Menschen nachzukommen und deren Situation zu verbessern. Also Schritt für Schritt verbessern sich sowieso die Zustände in dieser Welt. Und was jetzt dieses SOGI-Panel betrifft, so hoffe ich inständig auf Nachfolgesitzungen. Und da hoffe ich dann auch wieder dabei sein zu können. Ja, schön. Dann hoffe ich auch darauf und ich hoffe auch, dass wir dann nochmal darüber berichten können. Ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Danke auch.